Welcome to Brain Damage, mein Name ist Chris, das hier sind die Musiknews. Wir haben aktuell 1000 Grad draußen. Was macht ihr gegen die Hitze? Bleibt hydriert, viel trinken ist wichtig. Und wir kommen erstmal zu den Tour-Updates und fangen leider mit einer schlechten Nachricht an, denn Limp Bizkit mussten ihre Europa- und UK-Tour leider absagen. Aus gesundheitlichen Gründen und auf Empfehlung von seinem Arzt hat Fred Durst jetzt erstmal eine Pause eingelegt. Gute Besserung an der Stelle. Neue Musik gab es natürlich letzte Woche auch und wir fangen an mit Sonderschule und Merkst du nicht? Und ja, was soll man sagen? Der Song macht extrem Spaß zu hören und ich glaube, der ist richtig gut zum Saufen. Nicht, dass ich das jetzt in irgendeiner Form hier gutheißen würde, denn Know Your Limits, Alkohol, lieber Wasser trinken. Slipknot, The Dying Song und alte Schwede, das ist einfach nur ein abartiges Brett und wir kommen gleich nochmal zu Slipknot zurück. Disturbed mit Hey You und der Song ist auch ziemlich geil. Ich persönlich liebe die Stimme ja einfach, die wir hier haben und das ist einfach ein starkes Ding. Muse mit Kill or Be Killed und das ist für mich einfach das absolute Highlight diese Woche. Das ist total krass. Also meine Güte, würde ich die gern wieder live sehen. Habt ihr schon mal Muse live gesehen? Das war absurd. Für mich war das so... I'm not high, but I'm feeling high. Das war verrückt. Außerdem haben wir noch A Day to Remember mit Miracle. Das klingt ziemlich fett. Das ist jetzt nichts komplett Besonderes, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Song. Kann man sich mega gut anhören. Achtung, wholesome news incoming, denn der kleine, beschauliche Ort Wacken hat nun nach über 30 Jahren Festival ein touristisches Hinweisschild bekommen. Das Ganze kann man auf der A23 bewundern und irgendwann werde ich mal zu Wacken gehen. Irgendwann. Wart ihr schon mal bei Wacken? Schreibt es in die Kommentare. Wie ist es so, wenn ihr mal auf mehreren Festivals wart? Vergleicht das gerne mal so ein bisschen. Gebt mir Eindrücke. Vergangenes Wochenende war in Good Old America das Rolling Loud Festival und Headliner war hier Kanye West. Der hat aber abgesagt. Ist ein bisschen kurzfristig gewesen. Als kurzfristigen Ersatz holte man dann Rapper Kid Cudi oder Cudi. Mit diesem Ersatz waren aber einige nicht zufrieden und haben deswegen ziemlich viel und laut gebuht und haben Bäche und andere Sachen auf die Bühne geworfen, was natürlich immer keine coole Aktion ist. So egal, wie wenig dir dieser Artist gefällt, das ist einfach assi. So das, nee. Außer die fordern dich auf wegen Viva Con Aqua, dann ist es völlig okay. Er drohte daraufhin die Bühne verlassen, sollte noch einmal was eben auf die Bühne geflogen kommen. Kaum ausgesprochen kam auch was auf die Bühne geflogen und er hat ziemlich wütend die Bühne verlassen. Link zu dem Video übrigens in der Videobeschreibung. Zeitgleich hat Lil Durk auf einer anderen Bühne gespielt und hatte einen Gastauftritt dabei von Kanye West, der seinen Headliner-Slot abgesagt hat. Ganz ehrlich, Kanye West ist doch die unsympathischste Person überhaupt, so wenn man von Promis ausgeht. Okay Leute, wir haben einige Alben, Updates und Ankündigungen. Let's go. Eminems Curtain Call 2 hat mit dem 5. August 2022 jetzt seinen offiziellen Release-Termin bekommen. Tokyo Hotel haben ihr neues Album 2001 angekündigt. Dieses erscheint am 18. November 2022. Das kommt in CD und natürlich auch in der Box. Auch Blond haben ihr neues Album angekündigt. Das heißt Perlen. Und das dauert noch ein bisschen, bis das erscheint. Denn es kommt erst am 21. April 2023 raus. Ist also ziemlich früh angekündigt worden. Außerdem geben das Lumpenpack ein kleines Studio-Update. Die nehmen ja auch gerade ein neues Album auf. Und im Studio sind 40 Grad. Aber das mit dem Backs, dass es nur Backs gibt, das Zweiteres würde ich als deutlich schlimmer betrachten. Außerdem haben sehr überrascht die Red Hot Chili Peppers ein neues Album für den 14. Oktober 2022 angekündigt. Das Ganze heißt Return of the Dream Canteen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das so klingt, wie das Cover aussieht. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich The End So Far von Slipknot. Das erscheint am 30. September 2022. Da wurde ein Tag vorher auf Reddit die Tracklist gepostet. So, das war die Rückseite von dem CD-Cover eben. Und ich habe mir schon so gedacht, nehmen wir das ernst, warten wir erstmal. Am Tag drauf ist es angekündigt worden. Geil, freut euch drauf, ich freue mich drauf. Und wir kommen zu einer sehr großen deutschen Rockband, nämlich die Böse Onkels. Allerdings geht es nicht um die Band selber, sondern um die Fans der Bösen Onkels. Und nein, es wird kein Böse Onkels Fans haten mich, das ist vorbei. Nein, das ganze Thema ist durchaus ein bisschen ernster. Und da geht es darum, was nach dem Konzert in Frankfurt vom 22. Juli passiert ist. Denn nach dem Konzert waren die Bahnhöfe in der Umgebung logischerweise komplett überfüllt. Also jeder, der mal auf so einem großen Konzert war, weiß, wie das ist. Und hier sind wohl auch einige Fans über Bahnschranken gelaufen. Also es tut mir wirklich leid, aber man bekommt schon im Kindergarten beigebracht, dass man das nicht machen sollte. Und nee. Und hier ist es leider auch passiert, dass eine 25-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann von einem Zug erfasst worden sind und tödlich verletzt worden sind. Das Ganze ist natürlich extrem tragisch und wäre leider eben auch zu verhindern gewesen. Aber wir kommen zum Abschluss zu einem bisschen leichteren Thema
und kommen zu einem Videospiel. Denn die Entwickler Slugofly und die Herausgeber HeadUp haben ein Spiel veröffentlicht mit dem Namen Hellpie. Das kam vor kurzem erst raus. Hellpie ist ein 3D-Plattformer und das hier ist übrigens keine bezahlte Werbung oder irgendwas, denn, wir kommen jetzt dazu, Electric Callboy wurden in diesem Videospiel verewigt. Genau genommen gibt es nämlich 4 Character Skins, die auf Kostüme von Electric Callboy basieren. Wir haben hier Character Skins, die den Musikvideo-Kostüm von Hyper Hyper, We Got The Moves, Pump It und Spaceman nachempfunden sind. Ich selber habe das Spiel aktuell noch nicht gezockt, es sieht aber eigentlich ganz funny aus und ich denke, ich werde es auf jeden Fall mal anspielen. Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das mal gespielt habt, schreibt mal in die Kommentare, wie das ist. Lohnt sich's? Aber Freunde, das war es mit den Musik-News für diese Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich sehr gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Musik-News und andere Videos, zum Beispiel Konzert-Reviews. Denn eine sehr große, emotionale Konzert-Review wird diesen Samstag erscheinen. Denn am Freitag ist das letzte Trailer Park-Konzert und ich bin übertrieben gespannt, ob ich bis Freitag ein Video hinbekomme. Wahrscheinlich eher nicht, aber wie gesagt, Samstag kommt dann auf jeden Fall die Konzert-Review. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Videos abonnieren. Schalte wieder ein.